faszinierend. Hm? Sind Dinge wie diese auch für Sie der Grund, morgens aus dem Bett zu steigen? Alien-Geheimnisse auf feindlichen Welten lüften? Da fragen Sie noch? Ha, eine Frau nach meinem Geschmack. Folgen Sie meinen NAV-Punkten und ergründen Sie die Monolithen. Dann bekommen wir beide Antworten. Ist Pibi ein typischer Asari-Name? Ich habe ihn in meiner Zeit als Jägerin nie gehört. Oh, Sie wissen also ein paar Dinge. Schön für Sie. Ich weiß dafür andere Dinge. Es ist einfach ein Name. Er klingt gut, er ist schön kurz und mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Die Bots, denen wir begegnen, sie hatten Namen dafür? Irgendwie musste ich sie ja nennen. Die Beobachter fliegen herum und observieren jeden, der diese Tech berührt. Die Assembler stellen andere Relikte her. Ich weiß noch nicht wie. Vielleicht mit Fertigungswerkzeugen oder 3D-Druck. Und Brecher zerstören alles, was ihnen nicht gefällt. Also uns. Leicht zu merken. Wie sind Sie hierher gekommen? Nach dem, was mit den Außenposten geschehen ist, hätte ich nicht erwartet, hier noch auf irgendjemanden zu treffen. Ich hatte eine Mitfluggelegenheit und musste den Flugplan ein wenig frisieren. Die Nexus wollte niemanden mehr riskieren. Oder damit niemand sieht, wie schlimm es hier wirklich war. Ja, es war traurig, aber es gibt hier noch so viel mehr. Und einige von uns wollen es finden. Wir sind doch nicht so weit gereist, um einfach nur rumzusitzen und nichts zu tun. Wir hoffen, diese Technologie kann die Atmosphäre umwandeln und Eos bewohnbar machen. Halten Sie das für möglich? Klar doch. Vielleicht. Möglicherweise. Diese Tech ist so neu. Ich meine, für uns. Hier ist sie alt. Wer weiß schon, wozu sie fähig ist. Wie alt genau ist sie? Sie war jahrhundertelang inaktiv. Was vermutlich gar nicht so alt ist. Hm. Aber lange genug, dass die Bedingungen total den Bach runtergehen konnten, falls das alles wirklich zusammenhängt. Haben außer Ihnen noch andere Leute ihr Lager auf Eos aufgeschlagen? Da wären die Cat, Clancys Bergungstrupp und ein zorniger alter Mann. Von wem reden Sie? Sagen wir, er ist hier, um Cat zu erledigen. Und es ist ihm egal, wessen Geräte er dabei zertrampelt. Okay, ich mache mich dann mal auf den Weg. Sehr gut. Es gibt so viel zu entdecken. Fangen wir damit an. Sam, noch ein Erinnerungsauslöser? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich.
Wir nähern uns Anlage 2, Beständigkeit. Sie wurde uns als die Anlage verkauft, bei der wir es hinkriegen. Aber sie hatte nicht mal Zeit zu verschleißen, bevor die Cat sie zerstört haben. Um die Cat kümmern wir uns noch, eins nach dem anderen. Ein Aufklärungsposten, unverzichtbar für angehende Siedler. Wir müssen mehr davon platzieren, sobald wir weiter draußen sind. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Keine kritischen Strahlungswerte registriert.
Eine portable Deckung der Kent. Sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, sie wieder mitzunehmen. Die Nexus hat kein Team entsandt, um die Leichen zu bergen? Wir wussten, dass wir einige Leute verloren haben, Ryder, aber niemand hat uns gesagt, dass sie zurückgelassen wurden. Ich frage mich, wie viele da draußen sind. Zu viele. Lexi, aktualisieren Sie die Unterlagen der Nexus über Trinitas Gordanis und schicken Sie ein Bergungsshuttle hier raus. Gute Idee. Falls er Familie hat, verdient sie es, einen Abschluss zu finden. Sie verdient mehr als das. Wir werden zu Ende bringen, was er angefangen hat. Hier sieht's aus wie in einem Kriegsgebiet. Den Überlebenden zufolge haben die Cat von allen Seiten angegriffen. Es war ein Massaker. Sie hatten noch nicht mal alles ausgepackt. Die Cat haben ihnen von Anfang an zugesetzt. Überbrückung funktioniert, aber... Sam, wurde die Tür von außen verriegelt? Ja, Pathfinder. Offenbar wurde vor der Energiedrosselung eine manuelle Abriegelung durchgeführt. Wieso das denn? Das verhindert doch nicht, dass etwas reinkommt. Es verhindert, dass etwas rauskommt. Sekundärterminals. Hier haben wir keinen Zugriff. Sofern es sich um einen Standardaufbau handelt, befindet sich der Hauptzugang tiefer im Inneren. Hier ist es viel zu ruhig. Sieht aus, als hätten sie es eilig gehabt, von hier zu verschwinden. Den Berichten zufolge wurde die Evakuierung durch die Kett gestört. Pathfinder, zum Zeitpunkt der Abschaltung wurde ein Wartungsbericht veröffentlicht. Und was steht drin? Lauft. Überbrücken Sie die Steuerung! Schließen Sie die Tür! Tempest, wir haben es mit einem unbekannten Gegner zu tun. Evakuieren Sie den Pathfinder! Wow, wow, nicht so schnell! Negativ, Harper, wir müssen uns bedeckt halten. Cat nähern sich ihrer Position. Cat und dieses Ding? Verfluchte Scheiße!